Der Titel ist Das Ende. Willkommen. Ja, ich weiß zwar noch nicht, wie ich das Video anfangen soll, aber ich hoffe, man versteht mich, mein Mikrofon ist immer noch so ein Abfuck mit dem Computer. Ich hoffe, ihr gebt jetzt da keinen Daumen runter deswegen. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich das Video anfangen soll. Der Titel ist Das Ende. Nein, und es ist nicht das Ende. Das Ende bedeutet, dass ich voraussichtlich eine Pause einlege bis in die Sommerferien, die in 7 Wochen sind. 6,5 sowas. Das sind aus folgenden Gründen. YouTube ist sehr zeitaufwendig. Meistens, wenn ich gegen 2 Uhr angefangen habe aufzunehmen, war ich dann so gegen 7 Uhr fertig. Ich war dauerhaft nur am Schneiden, am Rendern, am Hochladen. Das Schlimme, das Opfer würde ich ja noch aufnehmen, aber das Schlimme ist, mir gefallen meine Videos selber nicht. Und an dem Punkt macht dann YouTube keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich lege jetzt eine Pause ein. Oder besser gesagt, ich lade bis zu den Sommerferien nur YouTube-Videos hoch, wenn ich Lust habe und wenn ich auch Zeit habe. Ich hoffe, da ist jetzt niemand traurig. Und ihr hofft, ihr versteht mich. Es ist ja mein Kanal. Ich darf hier machen, was ich will. Ich darf hochladen, was ich will, wann ich will und wie ich will. Und ich hoffe einfach, dass ihr mir da jetzt nicht böse seid. Ich versuche trotzdem so aktiv wie möglich zu bleiben auf Twitter. Das habe ich schon mal verlinkt in einem Video. Das verlinke ich aber hier, glaube ich, trotzdem noch mal in dem Video. Aber falls ihr trotzdem noch Unreal Gamer Action wollt, dann schaut bei MC Game Master vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bei dem bin ich in weitere etliche Streams dabei. Und in Videos und etc. Und von dem her könnt ihr mich dort noch sehen, falls es wirklich das Ende bis zu der Sommerferie sein sollte in 7 Wochen. Und dann ist ja auch schon fertig. Darum sage ich, gebt mir einen Daumen nach oben. Wäre natürlich super geil und würde mich auch motivieren. Und ansonsten gebt einen Daumen runter. Ich glaube, ich würde selber auch scheiße drauf reagieren. Aber ich weiß es jetzt halt nicht, wie ich drauf reagieren würde. Und dann würde ich einfach mal sagen, ciao.